Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei Grim Dawn. Wenn ihr euch fragt, warum ich hier in Whitemire rumstehe, dann hat das in der Tat nichts damit zu tun. Also nicht, dass ihr euch fragt, sondern warum ich hier rumstehe. Das hat in der Tat nichts damit zu tun, dass ich beim Rover-Lager nochmal was geguckt hätte, sondern ich habe mal nachgelesen, wo wir Frozen Heart herkriegen. Und das kriegen wir in der Tat in der Gegend von Whitemire von den Slith. Und da habe ich gerade offscreen mal eine Handvoll umgehauen. Warum gehe ich dann hier hin? Mal eine Handvoll umgehauen. Und habe jetzt in der Tat Frozen Heart zusammen. Und jetzt muss ich nur den Schrein wiederfinden. Der war noch ein Portal weiter nördlich. Hier ist er ja. Wir nehmen doch mal das Old Arcovia-Ding. Ich glaube, das ist näher dran. Weil dann ist das wenigstens endlich erledigt. Ja, okay, das ist auf jeden Fall näher dran. Ich habe sowas immer ganz gerne irgendwie hinter mir und schiebe sowas nicht gerne auf, weil ich vergesse sowas. Beziehungsweise, wenn ich aus einem Gebiet raus bin, dann habe ich da auch ganz gerne einfach alles erledigt. Und nicht noch im Nachhinein so drei Sachen offen. Von daher, so, Frozen Heart, opfern, danke. Kriegen wir Seelenscherben für, interessant. Und crappy Items. Wobei, 120 Rüstung. Der Rest ist leider nicht so toll und das hier ist auch leider total egal. Okay, Inventar, was macht das denn eigentlich? Lebenskraftschaden, Energieabsorption, Lebenskraftwiderstand, Energieentzugswiderstand, okay, interessant. Meinetwegen auch das. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder einen Devotion-Punkt und können das noch mitnehmen. Und ich habe mir überlegt, ich glaube, also das mit dem ganzen Giftschaden hier könnte interessant werden. Abgesehen davon bringt es halt eben Boni für beide Sachen. Also sowohl hier für Eldritch als auch für Ascendant. Aber eigentlich möchte ich, glaube ich, lieber erstmal auf den Skorpion gehen. Ja, Skorpionstich ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Und ja, irgendwie Säure und Giftschaden und Angriffsqualität, das kommt hier irgendwie so ein bisschen aufs Gleiche raus. Also den Skorpion wollte ich eigentlich so oder so mitnehmen. Ich glaube, von daher mache ich das einfach mal als nächstes. Und danach möchte ich fast Empty Throne haben. Ich bin mir noch nicht sicher. Einfach, weil es dafür, also beziehungsweise, weil das eine ganze Menge Widerstände gibt. Das ist eben ganz nice. Ne? Chaoswiderstand, Durchschlagswiderstand, Ätherwiderstand für mich und die Kreaturen. Die 15% reduzierte Lähmungsdauer. Ich weiß noch nicht, ob ich diese super finde. Ob ich da unbedingt einen Punkt reinstecken muss. Ist natürlich die Frage, was wir da sonst noch freischalten. Also beziehungsweise, müsste ich mal gucken, was ich hier sonst noch irgendwie machen möchte. Weiß nicht, ob ich hiervon noch irgendwas anderes haben will. Rowan's Crone ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Macht halt auch nochmal nett Widerstände. Macht hier ganz viel zu allen möglichen Schäden. Macht hier nochmal Schäden für die Kreaturen. Macht hier nochmal Fett-Elementarschaden dazu. Und Elemental Storm ist, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Weiß ich noch nicht. Also wäre auf jeden Fall mal ein Versuch wert. Also fände ich, glaube ich, irgendwie cooler, auf das Ding zu gehen, als auf das Auge. Aber ja, letztendlich machen wir erstmal den Skorpion und dann sehen wir weiter. Das kostet uns eh nochmal irgendwie fünf Schreine, also 5 Devotion Points. Von daher, bis wir die 5 Schreine zusammen haben, das dauert eh noch eine ganze Weile. Wo bin ich denn und wo muss ich hin? An sich müsste ich, wie komme ich denn da überhaupt rüber? Ich habe doch hier alles erkundet. Überquere die Brücke nahe Twin Falls. Achso, wir müssen jetzt sowieso durch die Mine nach Twin Falls, ja? Dann kann ich auch den Wegpunkt nehmen.
Ich dachte eigentlich, wir kriegen hier an der Seite direkt eine Verbindung zu Twin Falls rüber, aber ganz offensichtlich ist das ja nicht der Fall. Ich gucke eben nochmal im Lager. Nicht, dass da noch irgendwie eine Brücke ist, die ich bislang übersehen habe, die wir vielleicht reparieren können, weil das hier ja alles sehr nah an dem anderen ist, aber hier sind auch einfach fett Berge dazwischen, ne? Ja. Ja gut, dann nehmen wir halt das Portal. Weil durch die Mine latsche ich jetzt nicht nochmal. Ganz ehrlich. Auch wenn wir da vielleicht nochmal Dynamit finden würden, aber am Arsch. Jetzt gar keinen Bedarf. Hi, hier ist doch mal Action. Ach Quatsch. Hallo? Könnte hier natürlich auch mal. Einfach mal meine Spells einsetzen, das wäre schon ganz gut. So, jetzt machen wir auch nochmal das, was wir uns letztes Mal geschenkt haben. Ist das eine Frau? Ich glaube, es ist eine Frau, oder? Ja, sieht so aus. Sei auf der Hut, Reisender. Die Wilden, die oben in Four Hills leben, haben diese einst prachtvolle Struktur zerstört, um ihre Opfer einzufangen. Da die Brücke zerstört ist und die Straße zum Smugglers Pass durch Stürme ausgewaschen wurde, ist der Weg nach Norden versperrt. Gibt es keinen anderen Weg? Es gibt einen anderen, aber es wäre dumm, es zu versuchen. Südlich von hier befinden sich die Ruinen der alten Stadt Arcovia. Dort gibt es eine Passage durch die Arcovian Undercity, die in die Broken Hills führt. Kehr um, wenn du klug bist. Das ist das Reich der verfluchten Toten. Der verfluchten Toten? Ja, die Reste des verfluchten Volkes von Arcovia. Ihre Geschichte ist tragisch, aber keiner kann sie besser erzählen als Amkala, die sich hinten in unserem Lager in New Harbor aufhält. Ich werde mit ihr sprechen müssen. Gott, nee, werde ich nicht. Da lasse ich jetzt nicht nochmal hin. Aber ganz ehrlich, kann ich hier nicht. Also hier ist ja so. Kann ich die Brücke nicht reparieren? Mich verwirrt das so ein bisschen, dass hier jetzt so ein Stern ist, weil wir brauchen Nahrung. Was? Ich bin verwirrt. Ich spreche eben doch nochmal mit der Trulla hier. Ach, jetzt sind die ja wieder zurück. Ja. Haltet die Backen. So. Nicht, dass die hier jetzt noch irgendwie. Das ist Alicia. Judith. Jebediah. Hat die nicht gesagt, hier ist in New Harbor irgendwo so eine Trulla, die mir da was zu erzählen kann? Prinzessin Amidala oder so? Oscar Junior, Alicia, Judith. Ich fühle mich leicht verarscht, wenn ich ehrlich bin. Hier ist doch sonst auch keiner mehr. Also irgendwas ist hier mit der ganzen Sache seltsam. Mich verwirrt halt echt dieser Stern da, aber naja, was soll's. Wir lassen das erstmal, beziehungsweise ich lese mir einmal noch ganz kurz den Text durch. Gibt es keinen anderen Weg, verfluchten Loden. Amkala, die sich hinten in unserem Lager nähe. Ah, warte mal. Eventuell. Entschuldigung, ich bin wahrscheinlich einfach auf die falsche Seite gelaufen. Wahrscheinlich ist das Lager gemeint. Ist ja auch in der Nähe von New Harbor und nicht direkt New Harbor. So, Horace Quay. Amkala. Schau mal einer an. Ich würde sehr gern die Geschichte von Old Arcovia hören. Ich lese mir das jetzt nicht alles durch. Aber das gibt auch einfach gar keine Quest. Ah, das wird wahrscheinlich eine Quest. Wenn wir genug Ruf haben. Da fehlen uns aber immer noch 843. Okay, das heißt, wir klopfen mal ein paar Untote.
Und dann gucken wir da nochmal hin. So, nachdem wir jetzt erfolgreich 10 Minuten nur rumgeeiert sind, machen wir jetzt auch endlich mal was. Und zwar erkunden wir hier den ganzen Spaß, den wir bislang noch nicht erkundet haben. Hier ist spektakulär. Hier waren wir grundsätzlich auch schon. Wow, hier ist auch super. Ich sehe aber jetzt schon auf der Minimap einen Devotion Shrine. Also gerade ist er schon wieder weg, aber unten rechts ist auf jeden Fall noch einer. Und hier sind auf jeden Fall eine Menge Skelettbogenschützen und das ist ziemlich super, weil Roverruf. Was war da gerade auf der Minimap? Ah, Dungeons, okay. Nur gerade irgendwie ein Symbol gesehen, was dann direkt wieder verschwunden ist. Okay, da kommen wir darüber. Das wollen wir aber gar nicht, weil da kommen wir ja letztendlich her. Von daher gucken wir mal weiter hier lang. So, das ist ein Entweiterschrein, das heißt, da kommen Monster und wir müssen nicht irgendwelche seltsamen Materials finden, das ist okay. Bevor wir da hinlatschen, gehen wir aber erstmal hier hin. Der letzte Entweiterschrein hat ja dann doch ein bisschen Probleme gebracht. Wenn ich da an die Geister denke, die waren schon nicht ohne am Ende. Also das eine Vieh, was da noch mitgespawnt ist, hat mir schon ganz gut aufs Maul gegeben. Daher habe ich vor den Entweiten-Schreien jetzt ein bisschen Respekt. Wahrscheinlich völlig zu Recht. Oh, da unten ist ein Bossgegner, sehe ich gerade, beziehungsweise ein Heldenmonster. Das ist bislang irgendwie völlig an mir vorbeigegangen. Also wenn wir da nicht viel Ruf für kriegen, dann weiß ich auch nicht. Schön, dass sich mein Briarthorn auch überhaupt nicht darum kümmert. Kaum haut der mit drauf. Läuft's auch. Omen, das klingt nach... War das eine Waffe? Okay. Ich verstehe übrigens nicht, warum die Loot droppen und dann nochmal einen Loot Orb haben. Raureifsalbe. Ist ein Rezept, okay. Ätherkristall und gefrorenes Herz. Ja, natürlich. Naja, lernen können wir es ja mal. Das Ding ist... Ja, wenn wir zwei davon hätten, wäre es wahrscheinlich Knorke, aber mehr. So, die haben wir komplett. Die Seelenscherbe. Will ich die gerade irgendwo reintun? Wo kann das rein? Ringe, Amulett und Medaillen. Hier haben wir was drin, hier haben wir was drin. Hier wäre noch Platz und... Also eigentlich wäre nur hier Platz. Ich weiß aber nicht, wie lange wir das Ding noch haben. Von daher hebe ich das erstmal auf. 140 Rüstung ist natürlich ganz nett, aber da fehlen mir die Widerstände drauf, bedauerlicherweise. Von daher, nein, nehmen wir nicht. Die Kiste nehmen wir aber noch mit. Oh. Und das Ding nehmen wir auch mit. Oh, und das Ding nehmen wir auch mit. Hallo? Sammelt schon ein, meine Güte. Noch ein Heldenmonster. Yay, Stufenaufstieg. Sehr schön. Achso, da sind die restlichen Monster auch gleich mit weggeplatzt. Die hatte der wahrscheinlich beschworen. Kapuze des Vielfraßes. Nope. Rüstung. Aber Läste brauche ich gar nicht erst gucken. Wie sieht's denn? Entschuldigung, dass ich da ständig nachgucke. Okay, Monster töten bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel Ruf, wie ich gehofft hatte. Also wir haben immerhin schon mal so rund 200 bekommen, aber... Nö.
Ist jetzt nicht so der Kracher. So, Skelette-Ritter. Der muss auch mal weg. Und dann gucken wir mal hier. Achso, ach stimmt, den hatten wir ja inzwischen schon voll hochgezogen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier... Ich hatte schon wieder völlig vergessen, ob ich davon noch was leveln wollte. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das erstmal okay. Und ich glaube, mit dem Tree bin ich soweit auch erstmal halbwegs zufrieden. Die ganzen Skills sind hier eh nur... Also die beiden sind auf jeden Fall nur so Durchgangsdinger. Die beiden werde ich auf jeden Fall noch leveln. Habe ich Bock, den zu leveln? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich möchte fast eher erstmal das hier leveln, oder? Aber bei physischer Widerstand ist natürlich auch... wird hier verringert? Na, alles nicht so einfach. Den Briarthorn könnten wir natürlich auch leveln. Meh. Ist alles nicht so einfach. So viele Skills, so wenig Punkte. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist, glaube ich, total unsinnig, aber egal, ich mache das jetzt einfach so. Yay, Eisen und ein stumpfer Zerfleischer, der da ganz stumpf liegen bleiben kann. NPCs mit Sidequests, voraussichtlich. Oh, ein Geist. Und Balvohug. Sei gegrüßt. Du kennst mich nicht, aber ich habe von dir gehört. Ich bin Balvohug vom Orden der Todeswache. Deine Heldentaten bestärken mich in der Annahme, dass du genau derjenige bist, den ich für meine Aufgabe brauche. Aufgabe? Ja. Ich bin hier, um dieses Land von mehreren bösartigen Geistern zu bereinigen. Ihre verdorbene Präsenz hat Arcovia lange genug zerstört. Meine Meister haben allerdings unterschätzt, in welchem Ausmaß sich diese angestaubten Oligarchen mit ihren ehemaligen Untertanen umgeben haben. In der Arcovian Undercity wimmelt es von den Toten. Ich gebe zu, weit mehr, als ich mit der Hilfe von meinen Brüdern bewältigen könnte. Aber du entwickelst dich schnell zu einer Kraft, mit der man rechnen muss, die Welt noch nie gesehen hat. Reise in die Undercity hinunter und verbanne die Geister von Nomos Dredd, Laudos Vagra und Rowena Kur. Suche meinen Begleiter Kalderos beim Eingang zu den Stufen der Folter auf, sobald du fertig bist. Er wird dich zu deinem letzten Ziel führen. Okay, der ist dann da. Ja, gut, wenn ich dann bei Gelegenheit mal da bin, machen wir das, ne? Warum auch nicht? Zu wem gehörst du denn? Du gehörst nicht zu den... Warte mal. Orden der Todeswache. Okay, das ist in der Tat nochmal eine komplett neue Fraktion. Die wir jetzt aber eventuell schon auf unseren Fraktionsanzeige-Dingens haben. Gucken wir mal. Haben wir die schon? Nein, die wird noch nicht angezeigt. Schade eigentlich. Wüsste gerne, was wir brauchen, um... Wow, das war super. Ich meine, hier ist nichts. Also hier ist wirklich nichts drin. Bester Geheimgang ever. Nee. Nicht. Bedauerlich. Arena-Kampf hier. Und irgendeine Lecture. Verschollene Textstelle. Weiß. Das klingt irgendwie falsch. Vampirhaftes Eisenlangschwert ist leider schlecht. Zumindest schlechter als unsere Waffe. Von daher lassen wir das da mal ganz elegant liegen. Lebensessenz nehmen wir mal mit. Haben wir gerade Blutungsschaden oder so bekommen?
nicht drauf geachtet, nur gesehen, dass die Hitpoints irgendwie runtergingen. Bauplan, Relikt, Tobsucht. Ach, das ist ein Aufgabengegenstand, okay. Dann nehmen wir das so erstmal auf. Tobsucht, was macht das denn? Physischen Schaden, Blutungsschaden? Findest du, ja, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen geiler. Als das, was wir im Moment haben. Egal, wir lernen es auf jeden Fall erstmal, ob wir das dann craften, ist eine andere Sache. Okay, so, prinzipiell haben wir hier noch einen Schrein, den würde ich, glaube ich, ganz gerne noch machen. Und da haben wir auf jeden Fall noch gar nicht so schwache Monster. Die sollte ich vielleicht davor noch mal aus dem Weg räumen. Müsste ich mich vielleicht bei Gelegenheit mal um meinen Rüstwert kümmern. Oder meine physische Resistenz oder so. Und irgendwie kriege ich für meinen Geschmack hier zu viel Schaden. Ich finde es schön, dass sie Trenchcoat nicht übersetzt haben. Und das meine ich vollkommen ehrlich. Das Ding ist gar nicht schlecht. Feuer- und Kältewiderstand. Und 18 zu allen Stats und mehr Rüstung. Gut, fehlt eine Menge Leben, aber... Aber das ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Borstiges Fell haben wir hier doch bestimmt noch irgendwo rumliegen, oder? Das haben wir doch hier auch drin. Dann packen wir das doch da einmal rein. Und dann möchte ich das total haben. Wie sieht denn das denn aus? Rüstwert geht auf jeden Fall ein bisschen hoch. Verteidigungsqualität geht minimal runter, aber... Naja, was soll's. Wir lassen das mal so. Ich finde das, glaube ich, ganz okay. So. Ich befürchte, wir kriegen volles und aufs Maul. Aber gucken wir mal. Die erste Welle wird schon noch relativ entspannt sein. Mach mir eher um das Ende der Geschichte Sorgen. Wie, das war's schon? Das war ja unspektakulär. Kriegen wir ein Rezept für und Beinschützer. Gucken, ob die was können. Fettrüstung, Konstitution und Raffinesse ist mir leider relativ egal. Feuerwiderstand. Alter. Aber dafür kriegen wir Fett, Gift und Säurewiderstand. Und das finde ich ganz nice. Außerdem kriegen wir plus 1 auf Mokrogans Pakt. Und Gesundheitsregenerator. Ja, ich glaube, also Raffinesse bringt uns halt einen Scheiß. Aber wie viel Feuerwiderstand haben wir denn tatsächlich? Ja, guck mal, wir haben so viel Feuerwiderstand, da brauchen wir die 20 gar nicht. Brauchen wir echt nicht. Zudem geht unser Rüstungswert hoch und unser Schaden geht hoch und unsere Verteidigungsqualität geht hoch und alles geht hoch. Und außerdem haben wir dann Gift und Säure gemaxt. Das ist ziemlich nice. Das ist ganz gut. Außerdem können wir das Ding lernen. Giftklauenöl. Ja, wen juckt das schon? Das einmal. Und irgendwas müsste noch komplett sein jetzt. Oder nicht? Hier ist doch auch noch was weggegangen. Gott, das ist so unübersichtlich hier. Ich sortiere das erstmal. So, schäbiger Ring, kann der was? Nicht so richtig. Aber die Teile sind alle unvollständig, ne? Sehr seltsam. Nun ja. Judy, auf jeden Fall Schrein wiederhergestellt. Devotion-Punkt haben wir. Und ich hatte gesagt, wir machen den Skorpion. Angriffsqualität ist erstmal nicht so nice, aber... Na, wir gucken dann mal. Interessant wird es eigentlich eh erst, wenn wir den Skorpionstich haben. Wem gebe ich denn den?
Ich glaube, den gebe ich fast dem Briarthorn. Muss ich mal gucken. Weiß ich noch nicht. Vielleicht auch nicht. Egal. Überlege ich mir demnächst, wenn wir die nächsten vier divorischen Punkte haben. Und da ist noch irgendein Stern. Ach, so ein Ruineneingang. Ach, okay, das ist wahrscheinlich das, wo wir dann weiter müssen für die Hauptquest. So. Ach, guck mal. Jetzt haben wir hier auch die Sidequest. Sammle verschollene Textstellen in den Ruinen von Alter Kovia. Okay, da gibt es offenbar noch mehr von. Dann gucken wir hier nächste Folge einfach nochmal ein bisschen rum. Das finde ich ganz okay. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, das ist nicht so ein Riesenfortschritt. Also es ist nicht so, boah, bam, das und das und das und alles ist alles passiert. Aber es ist immer hier und da mal so ein bisschen. Hier ein Devotion Shrine, hier ein Level Up, hier eine neue Sidequest, hier eine Sidequest abschließen, hier noch ein bisschen NPCs finden und so. Und es spielt sich bislang eigentlich echt sehr rund. Das finde ich sehr schön. Von daher, ja, danke fürs Zugucken erstmal. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.